Also was ich jetzt mit diesem Exkurs da sagen wollte, war im Wesentlichen, dass wir quasi unsere Nichtnutzung des Waldes damit bezahlen müssen, dass wir von woanders Holz importieren müssen. Weil, wie gesagt, die Holzmenge, der Bedarf nimmt nicht ab, also müssen wir importieren, wenn wir das irgendwie befriedigen wollen, das Bedürfnis, Holz zu haben. Und solange da Geld im Spiel ist, wird das auch immer gemacht werden. Gut, jetzt ist es ja so, wenn die Nichtnutzung unseres Waldes allein dadurch entstehen würde, dass wir bewusst auf die Nutzung verzichten und sagen, wir machen jetzt einen Nationalpark zum Beispiel und nutzen da halt eben dann deswegen kein Holz mehr, um dort die entsprechende Natur sich selbst verwalten zu lassen, was ich ja grundsätzlich ganz gut finde, dann könnte man ja sagen, okay, dann macht man an einer anderen Stelle vielleicht eventuell jetzt ein bisschen mehr Nutzung, wo man bisher auch Unternutzung betrieben hat. Und ein möglicher Ort, wo das grundsätzlich fast immer geht, ist halt eben der Privatwald. Denn das ist der zweite große Faktor, weshalb diese 30 Millionen Kubikmeter Unternutzung, wo war's? Ja, so ungefähr 30 Millionen Kubikmeter Unternutzung, die wir haben, wo die halt herkommen. Der größere Faktor, die stillgelegten Flächen, das ist gar nicht so viel. Zumal das meistens irgendwelche Flächen sind, auf denen ohnehin nicht besonders hohe Zuwächse herrschen vom Holzwachstum. Der größere Faktor ist halt eben der Privatwald, der die Hälfte des deutschen Waldes ausmacht. Und da wurschtelt dann halt doch relativ häufig irgendjemand rum, der nicht so genau weiß, was er tut. Entweder... Oder Variante 2, der weiß zwar schon, was er tut, aber was er tun möchte, ist sich seinen persönlichen Rückzugsraum schaffen. Einen Wald, in dem er sich gerne aufhält, zum Beispiel um da drin zu bushcraften, was ja auch legitim ist irgendwo. Und deswegen steht da halt zu viel Holz rum, weil der sich so seinen eigenen persönlichen kleinen Urwald schaffen möchte. Oder er spart das Holz an, um dann quasi, wenn irgendein großes Ereignis ansteht, wo er viel Geld braucht oder als Spareinlage statt Bank, spart er sich da halt eben Holz zusammen, wenn man so möchte. Ist halt dann so, dass wir da jede Menge ungenutzte Vorräte rumstehen haben. Das Blöde ist jetzt nur, wenn man jetzt sagt, okay, da hat jetzt einer sich, keine Ahnung, 1000 Kubikmeter Holz zusammengespart, die kann man dann auch wieder schlecht auf einmal einfach absägen. Weil dann wäre es ja ein Kahlschlag, dann wäre ja auf der Fläche gar nichts mehr da. Man müsste dann also auch wieder nur einzeln hier und da mal einen Baum entnehmen und könnte das nur über einen langen Zeitraum überhaupt entnehmen auf der Fläche, damit es nachhaltig bleibt. Das ist ja immer das Problem. Jetzt mögen wir in Gesamtdeutsch vielleicht, was weiß ich, wie viele Millionen an Holzzuwachs haben, aber den können wir halt nicht nur in einer Ecke mal eben wegnehmen und der Rest wächst dann weiter, sondern das müssen wir halt über die Gesamtfläche verteilt wegnehmen. Hier ein Baum, da ein Baum und dort ein Baum. Und das macht die Sache halt dann eben so schwierig, an diese ungenutzten Holzmengen im Privatwald irgendwo ranzukommen. Ist meiner Meinung nach echt was, wo man einfach eine Aufklärungskampagne mal machen müsste oder vielleicht irgendwie sowas in der Richtung, was das fürs Gesamtbild gesehen eigentlich anrichtet. In Anführungszeichen, dass die kleinen Privatwaldbesitzer ihr Holz nicht verkaufen wollen. Aber, was ich natürlich auch immer dann gleichzeitig denke, nachdem ich diesen Gedanken hatte, den ich gerade ausgesprochen habe, man kann es ihnen ja auch nicht irgendwie befehlen, dass sie jetzt ihren Wald abholzen sollen. Wenn sie da halt eben gerne ihren Wald wachsen lassen wollen, dann muss das ja denen gestattet sein. Ist ja schließlich ihr Wald. Ein Waldbesitzer hat ja schon wenig genug Rechte in Deutschland, muss ja sogar akzeptieren, dass andere Leute durch seinen Wald frei durchlaufen. Von daher, ach ja, es ist schon nicht so einfach. So, und das letzte Thema, das zwar auch nicht kurz ist, aber zumindest das letzte, ist dann der Waldumbau, der ökologische Waldumbau. Ja, was bauen wir hier um? Wir wollen die Baumartenzusammensetzung anpassen. Wir wollen nicht die grundsätzliche Struktur des Waldes verändern. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man könnte also quasi die Betriebsart wechseln. Betriebsart ist entweder Hochwald, Mittelwald oder Niederwald. Niederwald quasi Stockausschläge, absägen, Stockausschlag, absägen, Stockausschlag, absägen. Kurze Rotationsdauer, 10 bis 20 Jahre.
geringe Holzdurchmesser eigentlich nur für Brennholz zu gebrauchen oder für irgendwelche Stecken, wenn man daraus einen Zaun bauen möchte. Hat man auch im Mittelalter viel betrieben, danach immer weniger und heutzutage gibt es das nur noch als historische Waldnutzungsform hier und da mal noch ein bisschen. Wobei im Prinzip hätte es Potenzial, man könnte es auch heutzutage wirtschaftlich sinnvoll noch betreiben, aber macht halt keiner. Dann der Mittelwald ist so ein Mittelding aus Hochwald, der hat die Niederwaldkomponente drin, hat dazwischen aber auch einzelne alte Bäume, die groß werden, dann entsprechend auch Früchte produzieren und mit einem hohen Durchmesser umgesägt und gefällt werden. Und der Hochwald ist dann nur solche Bäume, die ganz klein sind, hochwachsen, groß und dick werden und als Altbaum gefällt werden und mit relativ langen Rotationszyklen von, ja, sagen wir 80 bis 120 Jahre, so irgendwo so um den Dreh. Das wollen wir also nicht verändern, wir bleiben im Hochwaldbetrieb. Was wir wollen, ist eine Anpassung der Baumartenzusammensetzung, um eben näher an die natürliche Baumartenzusammensetzung ranzukommen. Und das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Zunächst mal wären natürlich die ökologischen Gesichtspunkte zu nennen. Je mehr Arten an Bäumen im Wald stehen, desto mehr Arten hat man insgesamt. Also dieser vielbeverwendete Begriff der Biodiversität. Im Prinzip die Zahl der Arten im Wald nimmt stark zu, wenn man einfach zwei Hauptbaumarten dastehen hat, statt nur einer. Weil man kann sagen, pro Baumart gibt es meinetwegen 500 tolle Käfer, die an dieser Baumart dran leben, drauf, drin, im Boden, am Fuß. Es gibt verschiedene Pilze, die mit dem Baum vergesellschaftet sind, seien es jetzt Mykorrhizapilze, also die Dinger da an der Wurzel, oder irgendwelche holzzersetzenden Pilze, die dann erst ins Spiel kommen, wenn der Baum tot ist. Lass es so zwischen 300 und 500 Arten über alle Organismengruppen pro Baumart sein, die man eben zusätzlich bekommt, wenn man diese zusätzliche Baumart dahinstellt. Es ist also wirklich eine massive Erhöhung der Artenzahl des Waldes. Ich möchte an der Stelle noch darauf hinweisen, dass ich das vielleicht unter Umständen ein ganz kleines bisschen kritisch finde, weil die natürliche Waldzusammensetzung ist ja der mehr oder weniger Buchenreihenbestand und der hat als Baumkomponente fast nur die Buche mit ganz vereinzelt mal noch einer anderen Baumart drinstehen. Also eine Artenarmut mit nur einer Baumart und den vergleichsweise wenigen Arten, die da dazugehören, ist bei uns natürlich. Das ist normal. Historisch betrachtet liegt das daran, dass wir ja die Eiszeiten hatten, die in Mitteleuropa das Problem hatten, dass alles ausgestorben ist, was nicht weg konnte. Sprich Pflanzen. Deshalb haben wir pflanzentechnisch sehr wenige Arten. Es ist möglich, da gibt es viele Botaniker, die das können, in Deutschland sämtliche Pflanzen identifizieren zu können. Es gibt ganz, 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 ganz viele Regionen auf dem Planeten, an denen das gar nicht geht, weil es da einfach so viele verschiedene Pflanzenarten gibt, da hast du keine Chance. Bei uns sind es wenig, weil die Eiszeiten sind erdgeschichtlich gesehen gerade vorgestern gewesen und dementsprechend ist da ganz viel ausgestorben, konnte auch nicht wegwandern, weil das Eis kam ja von Norden, skandinavische Gletscher, und von Süden, Alpengletscher, und zur Seite ausweichen, ja gut, aber da war ja auch kalt, hat ja nichts gebracht. In den Süden weg, das wäre gut gewesen, aber da waren die Alpen im Weg. Deshalb ist bei uns so viel ausgestorben, deshalb haben wir natürlich einfach eine geringe Biodiversität. Wenn man jetzt versucht, eben durch das Einbringen zusätzlicher Pflanzenarten einen künstlichen Mischwald zu erzeugen, der gar nicht natürlich ist, Buchenreihenbestand ist natürlich, dann hat man zwar eine höhere Biodiversität und sicherlich ist das auch irgendwo gut, aber mein Gedanke ist immer, das entspricht nicht unbedingt dem Willen der Natur, wenn man das jetzt mal esoterisch ausdrücken möchte. Es würde sich anders entwickeln, wenn man es von alleine machen lassen würde. Deshalb weiß ich einfach nicht, ob es dann richtig ist, wenn wir sagen, aus Naturschutzgründen, aus ökologischen Gründen packen wir zusätzliche Baumarten dazu und machen einen 2-3 Hauptbaumartenbestand an Stellen, an denen der halt eben nicht natürlich vorkommen würde. Aber jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde schon gut, dass der Wald umgebaut wird, weg vom Nadelholzreihenbestand zum Laub. Nadel-Mischwald. Das ist definitiv gut, das ist völlig unumstritten. Das ist für die Artenzahl gut.
Und vor allen Dingen ist das auch deswegen gut, weil so ein Nadelreim bestand allein schon dadurch, dass er halt eben auch im Winter Nadeln trägt, jede Menge Zeug aus der Luft rausfiltert. Das ist wie so ein Kamm. Kämmt alle möglichen feinen Staubstoffe aus der Luft raus und diese werden dann mit dem Regen von den Nadeln abgewaschen und ab in den Boden. Weshalb wir durch einer der Faktoren, es gibt noch diverse andere Faktoren, durch den erhöhten Nadelbaumanteil in unseren Wäldern, der ja nicht natürlich ist, einfach einen viel höheren Eintrag an eben solchen Stoffen in den Waldboden haben. Und diese Stoffe haben gemeinsam, aktuell sind es überwiegend irgendwelche Stickoxide aus verschiedenen Verbrennungsprozessen, bei jedem Verbrennungsprozess entstehen Stickstoffoxide. Und aus der Landwirtschaft, vom Dünger her, kommen auch viele, die dann auch in Staubform teilweise durch den Wald geweht werden und dann eben rausgekämmt, abgewaschen in den Waldboden. Und die haben mehr oder weniger alle gemeinsam, dass sie die Versauerung der Waldböden vorantreiben. Wir haben zwar keinen sauren Regen mehr durch Schwefelverbindungen und Ähnliches, weil wir die ja erfolgreich, das war wirklich ein großer Erfolg, muss man sagen, ja, mit den ganzen Rauchgasentschwefelungen und so weiter und so fort Maßnahmen, spielt das keine Rolle mehr, aber was wir halt eben jetzt haben, ist Dünger und das grundsätzliche Produkt jeder Verbrennung, was uns da halt eben auf die Nerven geht. Da können wir noch so viel Rauchgas aufbereiten, wie wir wollen, funktioniert halt eben dann irgendwann nicht mehr. Eine Verbrennung ist eine Verbrennung und dabei wird fast immer in irgendeiner Form irgendein Stickstoffoxid frei. Jawohl, ja. Und eben bei mehr Nadelbäumen, mehr Auskämmen, mehr von dem Zeug in den Boden, der Boden versauert. Und jetzt funktioniert das folgendermaßen. Das kann man nämlich ganz anschaulich erklären. Im Boden, das kann man sich so vorstellen wie diverse Sitzreihen im Kino. Und auf diesen Sitzen, da sitzen irgendwelche kleinen, vitalen, fitten Nährelemente. Die sind gut für den Boden, logischerweise. Das Problem ist jetzt, dass das Zeug, was dann jetzt unter Umständen in den Boden reinfließt von den Nadeln, ne, so ein dickes Stickoxid, das ist quasi viel saurer, viel positiver geladen, ein stärkeres Kation und ist damit stärker und kann sich eher auf so einen Austauscherplatz, einen Kinosessel, draufsetzen. Man muss sich das also so vorstellen, da hockt so ein kleines, zierliches, vitales Männchen und dann kommt da so ein reiner Kallmund, heißt der so, also dieser Dicke da, dieser Fußballmensch, und hockt sich da einfach oben drauf. Dann wird dieses kleine Männchen natürlich zur Seite ausweichen und ist weg. Wir haben also eine Austauschreaktion. Das Problem ist halt nur, dass dieses kleine vitale Männchen im Prinzip gesund gewesen wäre, ein wichtiges Nährelement. Und das muss jetzt gehen, weil es keinen Sitzplatz mehr hat. Weil auf dem Sitzplatz sitzt dieses etwas ungesunde, sehr dicke Etwas und nimmt da ganz viel Platz ein. Das Problem ist also nicht nur, erstens verdrängen die guten Nährelemente und zweitens brauchen sie auch viel mehr Platz. Also wo ein reiner Kallmund sitzt, da können sonst theoretisch drei gute Sachen sitzen. Und um jetzt die einzelnen Elemente nochmal beim Namen zu nennen, was da halt eben eingetragen wird, beziehungsweise was durch einen hohen pH-Wert aus dem Boden dann irgendwann gelöst werden kann, ist zum Beispiel ein Aluminium. Ein Aluminium ist dreifach positiv, hat also die dreifache Kapazität, so einen Kinosessel einzunehmen, wie zum Beispiel ein Kalium. Ein Aluminium vertreibt also, ganz grob ausgedrückt, drei Kalium. Die sind dann frei in der Bodenlösung, sprich die schwimmen nur noch irgendwo im Boden rum und sitzen gar nicht an irgendeinem Bodenpartikel dran, wo sie bis in alle Ewigkeit gespeichert werden, bis irgendeine Pflanze sie als Nährelement braucht. Sondern sie sind eben im Wasser. Und was macht das Wasser? Fließt nach unten. Und wo landet es dann? Im Grundwasser. Was haben wir dann? Ein Grundwasser mit jede Menge Nährstoffen und wo sind die Nährstoffe weg? Im Waldboden. Und das ist alles so ein Prozess, der eben mit der Versauerung der Waldböden einhergeht, die durch Nadelbäume gefördert wird. Erstens durch das Auskämmen von diesem Luftzeug, das habe ich jetzt mindestens 5-mal gesagt. Und zweitens, der andere Faktor ist, dass die Nadelbaumstreu, wenn sie verwittert, mikrobiell umgesetzt wird, nachdem sie dann irgendwann mal vom Baum gefallen ist, gibt sie auch wieder sehr viele sauer wirkende Substanzen ab, Huminsäuren dann in dem Fall, die dann auch weiter die Versauerung des Bodens vorantreiben, bis halt eben zu dem Worst-Case-Szenario, dass jede Menge Aluminium eben freigesetzt wird. Dass Aluminium nicht gesund ist, sollte ohnehin jedem klar sein.
Also mal abgesehen eben von dieser Wirkung, dass es die anderen Nährstoffe verdrängt, kann es auch passieren, dass ein Aluminium von der Wurzel aufgenommen wird und das Aluminium so in die Pflanze gelangt und da ist es auch toxisch. Also Aluminium in jedem Fall nicht gesund, gar nicht gesund. So, und jetzt machen wir nochmal einen Grund, weshalb es sinnvoll ist, Waldumbau zu betreiben und mehr als nur Fichten dastehen zu haben, sondern eben zum Beispiel auch Buchen. Ist so, wenn die Fichte vom Borkenkäfer alle gefressen werden, dann wäre jetzt normalerweise der gesamte Wald kahl, wenn wir nur Fichte dastehen hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben auch Buche. Sprich, unser Wald bleibt Wald. Der ist nicht komplett kahl und der gesamte Wald tot, würde dann alles nach und nach auch umfallen. Wir hätten eine Freifläche, sondern wir haben zwar einen lichteren Wald, weil nur noch Buchen dastehen und die ganzen Fichten fehlen bzw. tot sind. Aber wir haben halt eben immer noch einen Wald. Wir behalten unser Waldklima. Weitere Waldbäume können besser aufwachsen. Allein das ist auf jeden Fall schon mal nochmal ein wesentliches Argument. Natürlich gilt das auch bei Stürmen. Da fallen ja auch eher die Nadelbäume um. Allein schon, weil Stürme häufig im Winter stattfinden. Und was hat im Winter Nadeln? Der Nadelbaum. Und was hat keine Nadeln und ist recht aerodynamisch? Eine Buche. Allein das nur mal so als Faktor. Und dann gibt es noch viele, viele weitere Faktoren, weshalb sich Buche und Fichte gut vertragen. Denn Fichte hat ja ein eher flaches Wurzelsystem und dringt nicht weit in den Boden ein. Zumindest nicht hier unten im Flachland, wo man sie anthropogen hingepflanzt hat, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen hätte von der natürlichen Verbreitung her. Die Buche hingegen, die kommt schon deutlich tiefer. Jetzt ist so der Gedanke, man kann es noch nicht hundertprozentig beweisen, man ist sich aber ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass dann die Fichtenwurzeln quasi über den Buchenwurzeln sind, die Buchenwurzeln drunter und sich die beiden relativ wenig in die Quere kommen. Sprich, was der Fichte entgeht an Nährstoffen, was auch im Bereich der Fichte an Nährstoffen gelöst wird und nicht sofort aufgenommen werden kann, landet dann unten und wird von der Buche aufgenommen. Insgesamt haben wir also so einen sehr geringeren Nährstoffaustrag aus dem Gesamtsystemboden, also es wird weniger ins Grundwasser gespült, sondern von irgendeiner Wurzel wird es aufgenommen und die Wurzeln kommen sich gegenseitig auch gar nicht so sehr in die Quere. Die Buche kann unter der Fichte gut wachsen und die Fichte kann oberhalb von der Buche auch einigermaßen gut wachsen. Konkurrenz ist also in dieser Kombination relativ gering und abgeschwächt. Man vermutet, dass das auch ein Faktor dafür sein wird, dass der Gesamtzuwachs des Waldes in der Kombination aus Buche und Fichte um bis zu 15-20% sogar zunimmt. Also nehmen wir an, wir haben einen Fichtenwald und packen da 20% Buche rein, dann haben wir, vorher hatten wir meinetwegen einen Zuwachs von 10 Festmetern pro Hektar und jetzt mit den 20% Buche haben wir plötzlich einen Zuwachs von 12, also als Gesamtsystem. Die Buche wächst zwar langsamer als die Fichte, aber irgendwie führt das dazu, dass jetzt plötzlich die Buche da ist, dass die Fichten jetzt insgesamt besser wachsen, die Buchen besser wachsen und das Gesamtsystem insgesamt mehr Ertrag abwirft. Also das ist ja nochmal ein ökonomisches Argument für Mischbestände. Von der Risikoverteilung mal ganz abgesehen, dass halt eben nicht gleich der Super-GAU ist, wenn nur die Fichte umfällt oder nur die Buche, ist es immer noch viel besser, als wenn beides gleichzeitig eben umfallen würde. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was ich jetzt meine. Ja, weitere Argumente muss ich jetzt, glaube ich, nicht nennen. Sollte relativ klar sein, weshalb das eine gute Idee ist, sowas zu machen. Wie läuft das jetzt technisch ab? Man kann jetzt nicht einfach hingehen und sämtliche Fichten fällen und sagen, jetzt stelle ich da jetzt nur noch Buchen hin und setze noch ein paar einzelne Fichten zwischen rein. Oder umgekehrt, man haut sämtliche Buchen weg und setzt einzelne Fichten zwischen rein und ein paar Buchen wieder hin. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Es ist immer ganz wichtig, dass ein Wald möglichst bis zu seiner korrekten Endnutzungszeitraum stehen bleibt, einfach aus finanzmathematischen Gründen. Wenn man die Investition sozusagen, das ist wie beim Wachstum sparen. Wachstum sparen kennt ihr, ihr habt irgendeinen Betrag irgendwo auf irgendeinem Konto abgegeben und bekommt im ersten Jahr 0,3% Zinsen und im zweiten 0,6 und dann 0,9 und 1,2 und immer so weiter. Und das lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man das Geld erst dann wieder abhebt, nachdem man einen gewissen Zinssatz erreicht hat und sich die Investition, solange auf seine 1000 Euro, die man da investiert hat, zu verzichten, dann wieder rentiert hat. Opportunitätskosten, solange man das Geld nicht hat,
kann man es ja auch nicht nutzen, um damit irgendwas anderes Sinnvolles anzustellen, zum Beispiel einen Wald zu kaufen. Und ja, so ähnlich funktioniert das halt auch eben im Walde. Man hat viel, viel, viel Geld investiert und hat da jetzt eine Gruppe Fichten hingepflanzt. Wenn man die jetzt nach der Hälfte der Umtriebszeit umhauen würde, dann würde das, was man da an Gewinn rauskriegt, nicht die Kosten, die man beim Pflanzen der Fichten hatte, rechtfertigen und man macht insgesamt einen Verlust. Deshalb kann man eben nicht einfach sagen, oh Gott, ich hau jetzt ein paar Löcher in den Fichtenwald und setze da Buchen rein. Davon abgesehen würde die Buche in solchen Löchern aus klimatischen Gründen nicht wachsen, weil in so ein Loch zieht dann die ganze kalte Luft rein und dann geht die Buche kaputt. Deswegen, wie macht man jetzt so einen Waldumbau? In der Regel fast jeder Förster macht, und das ist eine sehr gute gängige Methode, mit Voranbau von Buche. Soll heißen, man stellt einfach Buchengruppen oder einzelne Buchen unter die Fichte drunter. Buche ist so schattertragend, dass sie das überlebt, wenn man gleichzeitig eben schon anfängt, den Fichtenwald ein bisschen aufzulichten. Soll heißen, man geht hin und fällt die ersten Fichten, so sagen wir mal 20 Jahre vorm regulären Datum, wenn sie sowieso weg müssten, weil sie dann reif sind, wenn man es einfach ausdrücken möchte, nimmt man schon ein paar raus. Es kommt ein gewisses Maß an Licht auf den Boden. Das wird natürlich dazu führen, dass erst die Fichtenverjüngung natürlich hochkommt, die Babyfichten, wenn man so will. Aber da stellt man jetzt halt noch ein paar Buchen dazu und die nächste Waldgeneration ist dann damit quasi automatisch ein paar Buchen und ein paar Fichten. Und jetzt im Laufe der 20 Jahre, die man jetzt noch hat, bis zum End Nutzungszeitraum dieses Waldes, kann man dann vielleicht hier und da mal nochmal eine alte Fichte rausnehmen, damit ein bisschen mehr Licht auf den Boden kommt. Und im Idealfall überall da, wo Licht auf den Boden kommt, wächst dann das Grüpplein aus Buchen und Fichten gemischt ein bisschen weiter in die Höhe. Problem ist, dass die Fichte ja schneller wächst als die Buche, weshalb man in der Regel erst die Buche pflanzt, und dann ganz langsam und vorsichtig auflichtet. Weil die Buche kommt eben mit dem Licht, was auf den Boden kommt, eher zurecht als die Fichte. Und je mehr man auflichtet, desto eher bekommt man Fichte. Je weniger man auflichtet, desto eher bekommt man Buche. Also das begünstigt die eine oder die andere Baumart. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, wie ich das jetzt meine. Man kann natürlich auch beides voranpflanzen, dass man sagt, man pflanzt 20 Jahre vor Endnutzung Buche und man pflanzt 10 Jahre vor Endnutzung Fichte. Nur mal so ganz grob. Dann hat die Buche halt 10 Jahre Wachstumsvorsprung und dann gleicht sich das wieder aus, dass sie halt länger braucht als die Fichte. Beziehungsweise der Vorsprung, den die Buche dann hat, würde dann vielleicht, das ist jetzt auch nur ein ganz fiktives Beispiel, ausreichen, dass sie dann die Fichte wieder so sehr dominiert, dass die Fichte ein bisschen langsamer wächst und sich das Ganze dann ganz gut ausgleicht. Kommt auf den Einzelfall an, kann man verschiedene Methoden anwenden und ich habe es noch nicht gemacht. Deshalb und habe es jetzt auch noch nicht direkt durchgelesen. Es gibt da auch Handbücher zum korrekten Buchenvoranbau, aber so grob in die Richtung für euer Bedürfnis, das zu verstehen, reicht das hoffentlich aus. So. Ja, dann war das jetzt ein ganz allgemeines, was mir so einfällt zum Waldvideo, weil viel Vorbereitungszeit hatte ich ja nicht und das waren jetzt einfach so Dinge, die wollte ich unbedingt mal gesagt haben und mal loswerden. Das war mir jetzt schon ein Anliegen. Ja, und demzufolge genieße ich den Rest von meinem freien Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!